Gut gelaunt in den Saisonabschluss bei der VfG Altglienicke wollte Erfurt um Trainer Fabian Gerber Rang 2 sichern. Und RWE hat den ersten guten Abschluss der Partie. Mergel scheitert mit seinem Schuss an Kasten. Ansonsten aber auch ganz viel Leerlauf im Spiel. Altglienicke hatte das Hinspiel in Erfurt 2:0 gewonnen und nach 25 Minuten diese hübsche Kombination vollendet von Tolcay Ciyerci das 1:0 nach einem prächtigen Zusammenspiel mit Tugay Uzan. Die beiden VSG-Topknipser, einfach Exzellenz. Schellenberg im RWE-Tor machtlos. Und ein schwaches Erfurt zur Pause. Zu Recht 0:1 hinten. Fabian Gerber schwer am Grübeln. Es musste ein bisschen mehr kommen, auch um die gut 200 mitgereisten Fans aus Erfurt zu versöhnen. So viel mehr kommt nach der Pause aber nicht. Der eingewechselte Chinola Elva brachte noch am meisten Schwung. Sein Abschluss nach gutem Solo aber viel zu unplatziert. Das Niveau blieb auch nach dem Seitenwechsel extrem niedrig. Aber in der Nachspielzeit Elva nochmal mit der Megachance zum 1:1. Der Lupfer, keine schlechte Idee in der Ausführung, aber nicht gut genug. Und so blieb es am Ende beim 0:1. Erfurt hebt sich das schlechteste Saisonspiel für den letzten Spieltag auf. Es bleibt trotzdem eine prima Spielzeit. Aber man ist Rang 2 an Jena los.